Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Forts mit dem Seras. Servus. Und heute spielen wir mal wieder gegeneinander. Sorry, dass die Folge gestern nicht rauskam, wie sie eigentlich hätte sein sollen, aber ich hab's vergessen. Nachdem das mit den unendlich upgradebaren Waffen und Devices und Well Defended ganz gut ankam, habe ich mir gedacht, wir machen das heute nochmal. Mit Waffenstillstand, das hatten wir das letzte Mal auch schon, aber wir werden wahrscheinlich noch länger brauchen. Also wir werden noch längeren Waffenstillstand haben, weil wir auf der Map Pinguin spielen und in der Mitte steht halt ein fetter Pinguin. Und der ist gut gepanzert, deswegen haben wir tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr Zeit, außer wir fangen an, indirekte Sachen zu benutzen. Aber gucken wir mal. Deswegen schauen wir mal, wie wir uns heute schlagen. Ich habe schon ungefähr einen Plan. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das mit den upgradebaren Waffen, mit dieser Waffe, die ich geplant habe, noch nie gespielt. Gucken wir mal, was Okay, es wird. lädt sich im Vergleich zu normal echten Wolf. Ja gut, die ganzen Mods müssen auch erstmal reingeladen werden. Okay. Nee, es scheint bei dir irgendwas komisch zu sein, weil jetzt muss ich auf dich warten. So, aber Jetzt bin jetzt ich bin ich da. im Spiel. Ja. Gut, dann. Fangen wir direkt an, oder? Klar, hau Ja, rein. klar. Joa, ne? Ich habe jetzt auch demnächst Kurzarbeit. Ich habe jetzt meinen Plan bekommen. Was kann ich mir darunter bei dir vorstellen? Ich habe jetzt einen Tag, also 3 Tage im Monat weniger. Wow. Ja gut, das ist Brot. Also, weil Ostern halt und so, aber es ist halt ein Tag die Woche weniger. Ich habe jetzt nächste Woche 4 Tage, gut, halt durch Ostern. Dann die Woche drauf 3 Tage und die Woche drauf 3 Tage. Ist okay. Und ich verdiene nicht wirklich viel weniger. Ein bisschen logischerweise, aber es hält sich in Grenzen. Also nach meiner Rechnung müsste ich, glaube ich, 6 oder 8% weniger verdienen. Ja, okay, das ist okay. Wenn man nicht gerade schon einen Hungertod knabbert. Nö, aber ganz ehrlich, mir ist es lieber, ich verdiene jetzt ein bisschen weniger und habe dann trotzdem im halben Jahr noch einen Job. Ja. Das haben irgendwie gerade unsere eigentlich nicht so gebildeten Kollegen irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Die sehen halt nur, ich krieg jetzt weniger Geld. Ist blöd. Ja. Klar, kann ich verstehen, die verdienen halt auch eventuell nicht so viel, aber da müssen wir jetzt halt alle an einem Strang ziehen. Du hast die immer auch wieder mit diesen unzähligen Panzerungsarten. Ja, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich die benutze. Ich wollte sie zumindest mal zur Verfügung stellen, sag ich mal. Ich finde die super nervig. Ich finde sie unter Umständen ganz gut, aber sie ist ein bisschen anstrengend manchmal. Ja, das, wenn das Scrollen, weißt du, wenn es ein Dropdown-Menü wäre, fände ich das angenehmer, wie dieses nach links und rechts Scrollen. Das stimmt. Also da müssen sie tatsächlich auch mal irgendwas machen. Aber es ist halt eine Mod und da kannst du halt großartig nicht irgendwie anfangen, ja, das Spiel umzuschreiben. Gut, das wäre Also schon machst halt eine. möglich, aber den Klar kannst Aufwand, du machen. warum? Aber gerade bei einem Multiplayer-Spiel ist das halt echt, immer so ein bisschen problematisch. Habe ich genug Geld? Ja, hab ich. Sehr schön. Gut. Die Zuschauer wissen wahrscheinlich jetzt schon, wo die Reise hingeht ungefähr. Ja, Zuschauer, sag's mir mal, was macht der denn? Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Ah, oh, schade. Und deswegen brauchen wir ganz viel davon. Ganz viel Energie. Eigentlich ist das ein ziemlich dummer Hinweis, weil man braucht für alles viel Energie. Wenn man Well Nee, würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben. Für einen Massen-Gatling oder Massen-Sniper geht sogar. Oh doch. Auch, also bei der Map brauchst du für alles. Bei der Mod, nicht Map, brauchst du für Ach stimmt, alles. das steigt ja auch exponentiell die Kosten, ne? Deswegen,
wie gesagt, war der Hinweis mehr oder weniger für die Füße. Naja, trotzdem danke. Ein bisschen hier unterstützen. Keine Ahnung. Da. Gut, da kann man noch einen hinbauen. Das Ding ist auch gleich fertig. Lol, was ist das denn? Hm, wo? Was? Wie? Geh mal mit dem Rechtsklick, also ich weiß nicht, auf die Mine drauf. Da habe ich zwei Upgrade-Buttons. Upgrade-Mine und Super-Mine. Was? Okay. Ich mach mal Super-Minen. Ich habe keine Ahnung, was die bringen. Das sind die teureren, oder? Ah, lol. Okay, das ist alles. Das geht bei den Turbinen auch. Früher konntest du ja einfach upgraden. Ja. Die macht plus 6, die macht plus 4. So, jetzt upgrade ich mal einfach nur auf Level 2. Bin verwirrt. Sehr gut. Ah, scheiße, das habe ich vergessen. Okay. So, du machst jetzt 6. Bin ich behindert? Nein. Lohnt sich das oder nicht? Nein, diese Superminen sind komplette Scheiße. Die verbrauchen super viel Strom. Lol, und von der Supermine kannst du auf die reguläre Mine 2? Oder, hä? Das ist auch noch nicht verstanden. Lol, warte mal. Ich bin super verwirrt gerade, aber so what. Ja, das gab's letzte Mal aber nicht, ne? Nee, nee, das ist irgendwie neu. So. Gut. So. Gruß, dein Freund. Oh, scheiße, hoffentlich ist der Hotkey der richtige. Was ist denn das jetzt? Ist das jetzt eine Superturbine oder was ist das? Meine Fresse. Hat sie eine Farbe? Nee. Weil dann ist es die Superturbine, weil die anderen kriegen farbige Blätter. Läuft. Wobei, bei den Turbinen, ja, stimmt. So, jetzt mache ich mal die Superturbine und upgrade die auch mal. Das Wissen teilst du aber mit mir, oder? Okay, das ist vergebliche Liebesmühe. Einfach normal upgraden und gut ist. Okay. Und danach kannst du auch einfach immer U drücken. Strange. Gut. Wieder was gelernt. Also einfach ganz normal upgraden. So, fangen wir mal an. Bitte brauchen. Das ist teuer. Wir haben ja noch massig Zeit. Ja. Alter, ist das teuer. Scheiße. Brauchen wir wohl noch mehr von denen. Hättest du den Waffenstillstand nicht auf 20 Minuten setzen können? Nee, leider geht das ja nicht. Eigentlich wollte ich das ja, war das ja der Plan, dass wir einfach mal richtig viel Zeit für diese Mod haben. Du, wir können auch sagen, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, den du bestimmst. Ja, gut, dann lass mal 15 Minuten machen. Ich habe ja, wenn du drück mal F8. Und dann hast du oben links eine Uhr. Ah ja, ich sehe es. Also die Frames laufen ab und dann die Uhr. Jetzt sind 8 Minuten durch, ja. Dann machen wir mal 15. Weil das okay. wird bestimmt witzig. Vielleicht. Witzig ist genau das Wort, was mir im Kopf war. Ach du Scheiße, ey. Das könnte so derbe nach hinten losgehen. Das wird, glaube ich, derbe nach hinten losgehen. Das ist teuer.
Boah, ich bin mir nicht sicher, ob das so eine clevere Idee war, darauf zu setzen, Leute. Das ist. Ich bin mir echt nicht sicher, ob sich diese Panzerungsarten wirklich lohnen, weil du verprasst so enorm viele Ressourcen, die du sonst voreinstecken könntest. Naja, gut, ich habe gerade von was anderem gesprochen, aber. Also, noch 6 Minuten. Den Pinguin machen wir auch nicht weg, oder? Nee. Das ist interessant. Deine Turbinen sind bei dir andersfarbig, oder? Ja, nee, die oben nicht. Echt? Sind das diese Superturbinen? Nein, das ist die zweite Reihe. Ah, okay. Was? Zwei Reihen? Was für ein Plus hast du bei Energie? Zu wenig. Das heißt? Moment. Als ob ich hier daraus irgendeine Strategie bauen kann. 623. Alter, was machst du denn? Okay, da kommen Laser, glaube ich. Du brauchst für alle Waffen so viel Energie. Also wenn du zum Beispiel irgendwie... Upsi. Die Idee hast, irgendwie Miniguns oder zu nehmen. Lol, das geht auch. Okay, das wird witzig. Okay, man kann ja alles upgraden. Was denn noch? Ach, nix. Das ist fies, Mann. Man kann alles upgraden, die Info muss dir lang. Okay. Komm, dafür haben wir genug Geld. Oh nein, man kann nicht alles upgraden. Atomraketen nicht. Das haben wir wieder das letzte Mal. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht geht's ja mittlerweile. Ja, aber ich probier's jetzt nicht aus. Wirklich wär's. Langsam mal hier so ein bisschen was drum kümmern. Boah. Wie viel kostet? Gleich zu dem hier. Viel zu viel alles. Weißt du, was ich super gerne ausprobieren würde? So ein bisschen extenden meine Basis Richtung Pinguin und dann mit diesem Seil, was so einen irrsinnigen Pull hat an den Pinguin. Also, der ist unten so dünn, ich wette, den kann man abreißen. Vermutlich schon. Boah, ist das teuer. Mein Hauptproblem ist ja tatsächlich aktuell, dass ich überhaupt nicht beim Upgraden von meiner Waffen nachkomme. Bitte? Ich habe gar nicht so viele Ressourcen, wie machst du das? Nee, ich komme nicht nach, es geht nicht. Zu wenig Geld. Ach so, Geld. Ich dachte mit der Geschwindigkeit, die du klicken kannst. Nein. Dafür müsste ich andere Waffen bauen. Gott. Oh Gott. Ich kann natürlich richtig assi sein. Mal gucken, ob ich das noch mache. Oh, scheiße, das fällt mir zu spät ein. Ich habe gerade überlegt, eigentlich könnte ich ja noch über Portale oder so bauen. Ach, lass mal stecken, ja. Aber das wäre jetzt... Kosten ja nichts. Lol. Moment mal. Ich glaube, es wurde ein Fehler begangen. Wurde? Ja. Ich glaube, das kostet nur das hier. Was? 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 Also, nix, alles gut. $1.48. Nee, es kostet. Nee. Kostet das hier? Ich bin gerade super verwirrt, was die Upgrade-Kosten angeht. Nee, hä? Was kostet die Upgrade? Steht da überhaupt nicht.
wir schon was reinbauen. Bist du nicht der einzige Kranke bei dir? Nö, mein Freund ist die ganze Woche schon krank geschrieben. Komm schon. 50 Sekunden noch. Stimmt. Oh, ich habe so das Gefühl, dass ich dieses Mal tierisch auf den Sack kriegen werde. Ich weiß nicht. Also ich bin nicht so begeistert von dem, was ich hier habe. Komm, noch ein, zweimal upgraden. Vor allem bin ich mir nicht sicher, ob mein Commander bei der Mod funktioniert. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Okay, das gefällt mir gar nicht. Oh, welches jetzt. Nö. Weißt du, wie viel Zug die Dinger machen? Welche? Die Seile? Ja. Verwendet das Lilan auf keinen Fall, das zerreißt dir die Basis. Mit dem. Das normale? Was meinst du jetzt? Das graue oder das braune? Das graue. Das Graue geht, aber mach nicht mehr als 45 Grad zur Seite, sonst okay. Zieht sich auch die Basis weg. Ach, übrigens, wir dürfen, ne? Okay, viel Spaß. Okay, das war weniger heftig, als ich erwartet habe. Noch ein bisschen upgraden. Ich bin so gespannt, was du für eine Waffe hast gleich. Ja, ja, ich warte noch. Also während du das Ding da zerlegst. Es kann sogar sein, dass meine Basis gleich einfach einbricht. Der Pinguin bricht gleich vor allen Dingen ein. Das ist schlecht. Alter, was tut dieser Pinguin da? Ich glaube, der ist innen nicht aus dem Panzerung. Nee, innen ist er nicht aus Panzerzeugs. Ach du Scheiße. LOL. Das geht ja durch wie Butter. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das so schnell kaputt geht. Ja, gut. Oh, da muss ich mir doch jetzt glatt mal die Wiederholung von angucken. Da kann man nicht gegen reparieren, das ist nicht möglich. Das wäre ja gespannt. Ich hätte noch eine Salve unten fast rausgebracht. Ich glaube, das hätte deine Basis auch ganz schön zersiebt. Ja, Mann. Das war Tungstenpanzerung. Ja, bei mir auch. Nee, stimmt gar nicht. Nee, bei mir war das. Mitte irgendwas. So, jetzt kommt der Laser gleich. Ah, du hast angefangen, noch schnell Schilde zu bauen. Ja, aber ich wollte halt nicht machen. Ah, gut. Ich weiß, was jetzt ein Verhängnis wurde. Also, wirklich das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn Devices explodieren. Ja, direkt unterm Chor, ne? Ja. So, das machen wir gerade nochmal. Och, nö. Aber auf normale 9 Minuten. Waffenstillstand. Okay. Das heißt, wir können gar nicht so schlimme Dinge tun. Oh, der Laser ist ja abartig gewesen. Vor allem, der hält so lange. Ja. Weißt du, normalerweise ist der so fertig. Ja, also die Dauer war echt heftig. Fand ich sehr cool. So. Habe ich gar nicht geguckt. Hast du letztes Mal direkt auf deinem Chor schon angefangen, Energie zu bauen, oder? Also die, meinst du? Die Plane, die jetzt schon gebaut ist, hast du da schon deine Energieproduktion angefangen? Nein. Eins drüber, ne? Also drei Kästchen hoch. Es gibt da so ein Standardbauform für Energie oben.
Weil damit kriegst du dann quasi auch direkt deinen Abstand für eventuelle Panzerung durch Sandsäcke und sowas. Also das ist eine Standard-Bauform dafür. Die baut quasi jeder, der was von sich hält. Ah, okay. Also ich nicht. Boah, ich könnte das... Na, das ist zu einfach... Ich hatte mit dem Gedanken geliebäugelt, einen abgegradeten Mörser zu benutzen, aber ich bitte, das wäre einfach nur ein riesen China-Böller gewesen. Habe ich gerade auch überlegt. Mörser oder Howitzer? Ja, Howitzer meine ich. Ja, ich habe gerade Mörser. Ja, ich habe gerade an Mörser gedacht, eventuell, aber die sind zu einfach zu countern. Ja, also echt der eine flackt meistens. Ja, deswegen lasse ich das mal. So, diesmal müssen wir ein bisschen effizienter bauen, ein bisschen schneller. Aber ganz ehrlich, ich glaube, sowas wie Sandsäcke kannst du dir hier schenken. Ja, was ich vorhin gesagt habe, das geht auch. Man kann Sandsäcke upgraden. Oh, krass. Deswegen sind die vielleicht gar nicht so kacke. Also klar, weiß halt nicht, was die wirklich dann taugen. Aber ja gut, zum Testen ist das jetzt hier schlecht. Als Sponge ist das bestimmt nützlich. Blitzsponge brauchst du immer. Ich habe mir gerade überlegt, ob man die Buzzsaws upgraden kann. Ja, aber die Frage ist halt, was es dir bringt. Ja, wäre halt cool, wenn sie dann effektiv gegen Stahl werden. Glaube ich nicht. Das würde mich wundern, ehrlich gesagt. Okay. So, kurz überlegen, was für Waffen benutze ich denn? Das hier würde ich ja super gern mal ausprobieren. In der erweiterten Form. Ich glaube, das mache ich auch. Erste Runde habe ich gewonnen, also alles ist hier, ja. Komm. Für den Spaß. Gib ihm. Dann brauche ich nämlich nicht noch einen Tech Tree aufzumachen. Ja, hier, ich habe diesen Hurricane, heißt der, glaube ich, der alles schneller bauen und upgraden lässt, aber ich weiß nicht, ob der auf der Mod funktioniert mit dem Upgraden. Hurricane? Ja, mit dem Kaffee in der Hand. Der schießt schneller. Der lädt schneller nach und sowas. Aber der baut auch schneller. Echt? Keine Ahnung. Den benutze ich nur für manche Sachen. Ich spiele meistens mit Höchststufe. Ich weiß. Oder mit Architekt, das kommt ein bisschen davon, was man machen will. Aber hier ist es jetzt sinnvoller, weil Höchststufe 100% Produktion und Upgrade-Geschwindigkeit 100%. Das ist für die Mods perfekt. Als Kombo. So, wir fangen mal an, Waffen zu bauen. Das ist eine gute Idee, mache ich jetzt auch. Diesmal machen wir direkt mal los. Ach Mist, irgendwas wollte ich dich fragen. Ach genau, hast du dir Totally Reliable Dingsbums geholt? Was für ein Ding? Habt ihr doch gestern gesagt, was momentan kostenlos ist. Ja, ich weiß. Hast du das geholt? Totally Reliable Delivery. Ach hier, dieses Delivery Service Zeug. Ja. Ja. Ich habe mir alle 6 Spiele geholt. Ja. Ach genau, also Leute, auf Epic und Steam, es gibt momentan so viele überall Gratis-Spiele. Kommt fast jeden zweiten Tag irgendeine Nachricht, dass irgendwas gratis ist. Genau, nutzt es. Weil die behaltet ihr auch. Genau, die behaltet ihr für immer, bis das Internet tot ist. Und ganz ehrlich, warum nicht? Boah, ich probiere jetzt mal so eine scheiß Kette aus, in der Hoffnung, dass es nicht alles zusammenreißt. Nö, nützt mich gut. Wie gesagt, warte, welche hast du benutzt? Die normale. Ja, okay, weil wirklich, die Adamantium-Chain, die bringt dich um. Hast du ja bei mir schon mal gesehen. Nee, das muss jetzt heute nicht sein. Ich hab hier einen Ruf zu verlieren. Ich häng so weit über. Ei! Lol, das geht auch? Ist ja witzig. Es gibt Background-Adamantium. Ja. Was? Gut, ist gar nicht so unsinnvoll. Ja, natürlich ist es nicht unsinnvoll, aber what the fuck? Ah, scheiße, dachte ich. Ich geh jetzt, naja, egal.
Boah, ich muss ein Ausgleichsgewicht bauen. Scheiße. Ah, das sollte lang reichen. Ich kleister meine Basis mal in einem anderen Art von Metall. So. Ah, dieses Mal wird's aber hier knappi, ey. Du, wir können auch wieder sagen, bis 10 oder 11 Minuten. Können wir auch machen. Also wie du möchtest. Ah, mir ist egal, eigentlich ist es wurscht. Die Supermine ist, glaube ich, die normale Ausbaustufe. Ah, okay, das kann sein. It is possible. Komm schon, upgrade that shit. Was sagst du eigentlich zu Mount & Blade Bannerlord? Ist das was, wo du spielst? Oder spielen würdest? Oder hast du die alten gespielt? Ah, nicht so exzessiv für manch andere, aber ich habe schon Gefallen an so Spielen. Ich bin nämlich momentan echt noch am Überlegen, ob ich mir das holen soll. Solange noch relativ viel Rabatt drauf ist. Mhm. Wie teuer ist das gerade? Naja, wenn du eins der. Also wenn du Warband hast. Kostet 39, glaube ich. Ansonsten wird es 50 kosten. Hm, okay. Es ist halt schon relativ teuer für ein Early Access Spiel, aber mich reizt das schon. Weil ich habe ja dieses Freeman Guerilla Warfare. Ist ja im Prinzip genau das gleiche. Das finde ich ja auch ganz cool. Ich bin ja echt noch überlegen, ob ich das noch holen soll. Also, was machen wir jetzt? Bis 10 Minuten, oder? Ich würde sagen, wenn jetzt vorbei ist, ist vorbei. Wie gesagt, da steht ja noch der Pinguin. Okay. Der Pinguin stand vorhin auch nicht lange. Der sollte hoffentlich reichen. Shitty, das wird knappig. Davon mehr kann das sein. Oh ja, scheiße. Ich hatte diesmal nicht so eine gute, so einen guten Rohstoffhaushalt. Geht so bei mir. Ich habe mich jetzt halt auf andere Sachen konzentriert. Mir fällt gerade schmerzlich auf, dass ich meine Minen nicht geupgradet habe. Ja, ich habe es ein paar Mal abgegradet, aber nicht so oft. Scheiße, ich hab Leerlauf. So, gucken wir mal, was die Dinger können. Keine Ahnung. Alter, verbrauchen die viel Strom. Ey. Oh. Ja, aber bis jetzt sind sie noch nicht so geil. Alter, ich brauch. Die fressen gerade bei mir 1000 Strom pro Schuss. Nur? Alter, wie oft hast du die denn abgegradet? Ein paar Mal. Ich hab die auch ein paar Mal geupgradet, aber. Ey, ich baue jetzt hier so eine Adamantium-Kette rein. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ja, hau rein. Alter, was hast du mit deiner Basis gemacht? Ich habe ein Gegengewicht hinten gebraucht. Ja, ich sehe es. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein alter Schlachtschiff-Turm. Moment. Okay. Wenn man die zu weit hinten baut, verheizt man sich selber seine Tore. Wie meinst du? Die spreaden doch so arg. Ja. Ja, ich zerschieße mir mein vorderes Tor. Oh. Also irgendwie meine hauen mehr rein als deine. Are you sure? Ja. Noch zumindest. Oh fuck. Ja, okay. Verdammt. Oh,
Die sind doch noch gar nicht gepanzert. Oh, verdammt. Stop it. Das ist lustig. Was für eine Panzerung hast du da vorne? Tungsten. Ah, okay. Ja, ich benutze so schwere Panzerungen nicht. Ja, die ist auch ziemlich schwer, muss man sagen. Jetzt ist sie weg. Und schon ist das alles irgendwie stabiler. Und es das ist reißt, ein bisschen ärgerlich. Es reißt mir die Basis gleich auseinander hinten. Es ist ziemlich ärgerlich, wenn man so ein geupgradetes Ding verliert. Ja, auf jeden Fall. Die sind halt mega teuer einfach. Aber gut, was willst du machen? Ja? So ist das. Ich glaube, ich gleich selbst in Stücke. Ja, ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich die Ketten auseinanderbauen soll. Na, 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 na. Ja, das Ding ist, der Drops ist gelutscht. Guck, das meine ich. Was denn? Ich habe oben meine Basis weggeschossen. Alter, das geht einfach durch mein Schild durch. Was ist das? Ja, deins irgendwie nicht so, ne? Eh. Herstich. Jetzt ging's nicht durch. Ich bin. Ich bin aber auch ein Lappen. Hm. Ach, ich hab's vergessen. Hat jetzt schon wieder kaputt gemacht. Nix. Die Farben wiederholen sich nach einer Weile. Ja. Stop that shit. Lass mein Einsteinium in Ruhe. Boah, Alter, das ist so teuer, die Scheiße. Okay, und jetzt beruhigen wir uns alle wieder. Das ist der Grund, warum ich den Commander so geil finde. Das rockt schon. Okay. Also noch ein Schild. Upsi. Ha 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 ha!
Oh. Oh. Hast du die auch geupgradet? Ja. Rache ist Blutwurst. Setz korrekt. Ja, ich habe gerade angefangen, noch einen Sniper zu upgraden. Noch drei, zwei, drei Mal und ich wäre durch deine Panzerung durchgekommen. Wenn du oben guckst bei meinem, du hast die ersten drei Layer durchschlagen. Ja, ich weiß. Deswegen noch so zwei, drei Mal. Ich habe in der Panik noch einen eingezogen. Aber was war das? Normale Panzerung oder was war das? Ja, das war Standardpanzerung. Echt? Okay. Ah. Ich habe nur dieses ein Steinium verbaut als Spezialpanzerung, weil das enorm viel Energie bringt. Du brauchst keine Generatoren oben. Was, ein Steinium? Ja, ja. Was ist denn das? Relativ weit hinten. Das sehe ich gar nicht. Achso, du meinst bei mir in der Basis? Vor meinem Chor, das Grüne. Ah, okay. Ist das super dicht oder was? Nö, das hat nur mittlere, also weniger Lebenspunkte als die normale Panzerung generiert, aber mehr Energie als so eine Turbine. Hm. Deswegen habe ich oben auch auf die Economy quasi geschissen. Naja, wir lernen weiter bei der Wir lernen. Naja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.